Nach 2 Jahren Pause ist die Bits & Pretzels endlich zurück auf der Messe München. An 2 Tagen sind 370 Speaker auf insgesamt 9 Bühnen aufgetreten und unzählige Startups haben sich den 5000 Besucherinnen und Besuchern präsentiert. Wir konnten auf dem Gründerfestival mit einigen Münchner Startups sprechen und haben sie nach ihren Eindrücken gefragt. Hi, wir sind Monavo und wir produzieren den weltweit stärksten Elektroantrieb bei berührsicheren Spannungen von 48 Volt. Normalerweise, wenn man hohe Leistungen haben möchte, braucht man auch gleich hohe Spannungen von 400 bis 800 Volt. Aber das hat das Problem, dass man dann direkt bei der Produktion und bei der Wartung hochvoltzertifiziertes Personal braucht, genauso wie Hochvoltsicherheitsmaßnahmen. Und das fällt bei uns weg. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Series B-Investor. Wir sind heute am Montag den Tag da. Wir hatten schon sehr viele interessante Gespräche und auch über die App konnten wir bereits viele Meetings mit verschiedenen Investoren vereinbaren. Und ja, wir hoffen, dass es gut läuft. So, mein Name ist Ivo van Dachtel. Ich bin bei Viridian. Wir machen batterieelektrische Flugzeuge. Also wir sind hier heute auf dem Bits & Pretzels zum ersten Mal. Also wir haben einen Hintergrund in der Großindustrie und sind jetzt Teil von dieser Startup-Szene und Ökosystem und wollten uns da gerne auch zeigen und auch erfahren, was es für andere interessante Themen noch gibt, die auch die großen Probleme in der Welt mit anpacken. Also unser Eindruck von Bits & Pretzels ist extrem positiv. Es ist eine sehr gute Stimmung da, aber es gibt auch sehr viel Aufmerksamkeit für die wichtigen Probleme in der Welt. Sehr viele tolle Startups, auch aus ganz anderen Branchen als unsere, die sich Gedanken machen, wie können wir die Welt verbessern. Auch der Keynote-Speech von Arnold Schwarzenegger war sehr inspirierend. Und heute stellen wir aus, zeigen unsere Vision und wollen auch vermitteln, dass jetzt die Zeit von Hardware angefangen hat. Weil es in den letzten Jahrzehnten natürlich sehr viele Investitionen in Software gab. Aber die großen Probleme, die kann man halt auch nur mit Hardware lösen. Hallo, mein Name ist Ralf Missi von der Immobilio GmbH und wir machen mit Immobilio das einzige 360-Grad Ready-to-Use-Ökosystem für Elektromobilität. Wir versprechen uns hier auf der Bits & Pretzels zum einen natürlich Kontakte, Networking zu interessanten Menschen, vor allen Dingen aber, wir haben 25% Marktanteil am deutschen Autohandel. Wir versprechen uns in der Vorbereitung unserer Series A den ein oder anderen zusätzlichen interessanten Kontakt zu Investoren. Unser Eindruck ist bisher ganz gut. Wir sind im Prinzip, muss sehen, es kommen natürlich viele vorbei, die aus dem Netzwerk sind, die man vielleicht auch so schon kennt oder die sich durch ihren eigenen Startup für das interessieren, was wir machen. Aber unser Eindruck ist ganz belebt, ganz turbulent, ganz intensiv. Insofern, wir sind gespannt, was noch kommt. Guten Tag. Also wir sind Workpath, wir sind ein Münchner Startup und wir helfen großen Unternehmen, Enterprises dabei, effizienter zu werden durch Outcome Management und eben durch OKRs und Management Framework und sind heute auf der Bits & Pretzels, um uns ein bisschen vorzustellen und uns unter die Leute zu mischen. Wir sind auf der Bits & Pretzels, um uns mit Peers auszutauschen, um ein bisschen zu netzwerken und einfach zu zeigen, was Outcome Management gerade in Zeiten wie dem Economic Downturn, einfach wenn es wirtschaftlich ein bisschen nach unten geht, helfen kann, dabei effizienter zu werden und Unternehmen einfach durch schwierige Zeiten durchzuhelfen.